Generell wird das Rückgrat eines Gerichts, die Basisnote, schon zu Beginn eines Rezepts festgelegt, lange bevor die letzten Gewürze oder Kopfnoten dazukommen. Diese Basisnote kann gesetzt werden, indem man Zwiebeln langsam dünstet, bis sie süß schmecken, indem man Fleisch mit Gewürzen wie Kumin und Koriander anbrät oder indem man kleine Karotten, Sellerie und Zwiebelstückchen mit Lorbeer und Knoblauch anschwitzt. Wir legen ein Fundament an, auf dem wir bauen können. Heute beginne ich einen Auberginen-Eintopf, in dem ich zu Brocken zerzupfte Chorizo bei mäßiger Hitze anbrate, so dass sie vor allem im eigenen paprikaroten Fett brutzelt. Die süßen Aromen aus dem Zuckergehalt der Wurst und die satte Würze des Fetts bilden eine Basisgeschmacksschicht, über die ich vielleicht Zwiebeln, Trockenfrüchte und Brühe legen könnte. Klammer auf, Pancetta oder Speck in einer Schicht Olivenöl angebraten ist eine weitere gute Methode, dieses Rückgrat zu produzieren, genau wie Knoblauch, Ingwer und Frühlingszwiebeln. Klammer zu, der Grund, warum ich Chorizo wähle, ist der intensiv rauchige Geschmack dieser Wurst. Er bildet ein Gegengewicht zu den süßen Dörpflaumen und Aprikosen, mit denen ich meinen Auberginen-Eintopf anreichern möchte. Eine üppige, erdige Basis, die den Trockenfrüchten das Zuckrige nimmt, ein Topf mit Pflaumen, Aprikosen und Chorizo. Olivenöl minus 3 Esslöffel Chorizo minus 250 Gramm große rote Zwiebel, weiche getrocknete Aprikosen minus 5 Gramm, weiche Dörpflaumen minus 75 Gramm ganze geschälte Mandeln 5 OG mittelgroße Aubergine Kuminsamen I Teelöffel, Koriandersamen I Teelöffel Hühnerbrühe 3 OG Koriander I Handvoll.